Mein Name ist Randy Müller, ich bin 26 Jahre alt, bin seit 10 Jahren bei der Edeka Minden Hannover und angestellt als Abteilungsleiter im Trockensortiment. Erfolg hat 3 Buchstaben, T-U-N, also tun. Egal, ob es kleine Ziele im Markt sind oder im Leben große Sachen, die man erreichen möchte, dann muss man dafür was tun. Und dementsprechend verhalte ich mich jeden Tag und danach lebe ich und arbeite ich. Meine Anfänge bei der Edeka Minden Hannover lagen in der 9. Klasse bei einem Praktikum. Dann habe ich anschließend als Aushilfe ein bisschen gejobbt. Habe dann in der 10. Klasse nochmal ein Praktikum gemacht beim selben Kaufmann und es hat mir immer noch so viel Spaß gemacht. Und anschließend hat er mir dann die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel angeboten. Anschließend war ich 1 Jahr Abteilungsleiter Getränkeabteilung, habe mich dann für die Fortbildung Juniorenaufstiegsprogramm beworben und wurde angenommen in dem Markt in Berlin-Tegel. Dann bin ich dahin gewechselt und bin auch direkt stellvertretender Marktleiter geworden. Mit 20 Jahren ins kalte Wasser ein bisschen geworfen worden. Es war eine sehr prägsame Zeit und das Juniorenaufstiegsprogramm will halt Führungskräfte ausbilden innerhalb eines Jahres. Habe mich dann für die Fortbildung Führungskrafthandel entschieden. Bei der Fortbildung Führungskrafthandel geht es darum, wirklich eine Führungskraft zu werden, sprich, dass man stellvertretender Marktleiter wird und bin dort national rumgereist, habe auf den Seminaren aus allen Regionalgesellschaften Leute kennengelernt und bis heute entstehen da immer noch Freundschaften und ist ein kleines Netzwerk entstanden innerhalb der Edeka. Und viele nehmen das auch als Chance, sich zu beweisen für die Selbstständigkeit bei der Edeka. Das war auch immer mein Ziel und deswegen habe ich diese Fortbildung überhaupt angefangen, damit ich mein Ziel am Ende, die Selbstständigkeit bei Edeka, erreichen werde. Mein Mentor war der selbstständige Einzelhändler, bei dem ich meine Praktikas und meine Ausbildung gemacht habe. Er hat mich auf jeden Fall im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern sehr geprägt, weil er immer sehr zuvorkommend war, sehr freundlich. Und das hat mich inspiriert und das habe ich mir dann auch angeeignet. Ich habe dann ein Angebot bekommen von der Regie für das Projekt E-Center No. 1 in Berlin-Steglitz. Das ist ein Pilotprojekt der Edeka Minden Hannover, in dem probiert wird, dem Kunden eine neue Genusswelt aufzuzeigen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit vielen regionalen Lieferanten sowie mit meinen neuen Teamkollegen dann. Meine Aufgabe im E-Center No. 1 wird sein, dass ich der Foodleiter bin, sprich der Abteilungsleiter fürs Trockensortiment. Sobald wir das E-Center eröffnet haben, ist es mir sehr wichtig, ein Wir-Gefühl im Team schnellstmöglich zu erschaffen, damit einfach die Zusammenarbeit reibungslos läuft und wir den größten maximalen Erfolg mit dem E-Center erzielen können. Der Grund, glaube ich, für die schnelle Weiterentwicklung ist, dass man im Handel sehr flache Hierarchien hat, was die Führung betrifft. Aber dass gerade in Bezug auf die Edeka sehr viel möglich ist. Durch die ganzen Fortbildungen, die man besuchen kann, entwickelt man sich schnell persönlich weiter und kann halt sehr schnell zu einer Führungskraft heranwachsen. Und ja, dementsprechend hat das ganz gut funktioniert bei mir, würde ich behaupten. Meine Leidenschaft liegt ganz klar in der Kundenberatung. Ich schätze es einfach, mit den Kunden auch mal einen kleinen Plausch zu haben. Und zum anderen ist es für mich super wichtig, ein Teamgefühl, ein Wir-Gefühl zu erschaffen. Und ich denke, das gelingt mir auch immer sehr gut. Mein beruflicher Weg ist ganz eng mit der Edeka verknüpft, Schritt für Schritt zu meinem Ziel, Marktleiter zu werden.